Schön, dass du wieder hier bist und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin's, dein Patrick. Und heute soll es um drei Problemgedanken gehen, beziehungsweise um die Natur von Gedanken, wie sie zu einem Problem werden können und welche Gemeinsamkeit sie haben. Und vor allem, weshalb du feststeckst in diesen negativen Gedankenkreisläufen und wie dadurch natürlich auch negative Emotionen entstehen und vielleicht immer kurz vor dem Ziel Selbstsabotage, Ohnmacht bzw. eine gewisse Handlungsunfähigkeit immer entsteht. Wenn dich das also interessiert, bleib auf jeden Fall dran. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist und dir denkst, hey, das klingt echt interessant, dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere, sodass du die zukünftigen Inhalte nicht verpasst. Okay? Also, lass uns einfach mal loslegen. Lass uns mal mit dem folgenden Grundgedanken starten. Wenn du jetzt Schwierigkeiten hast, als Coach, Trainer, Therapeut oder auch als Privatperson, spielt keine Rolle. So, und du siehst dich einfach immer wieder in gewissen Gedankenkreisläufen feststecken. Das heißt, immer wenn du was Neues startest, bist du total motiviert und irgendwann holt dich alles wieder zurück. Das heißt, es kommen die ersten Zweifel auf, es kommen Ängste auf. Du bist motiviert, aber dann fängst du an, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht machen wolltest, von denen du weißt, dass sie nicht gut sind. Und letzten Endes aus Motivation wird Frust. Wenn dir diese Situation bekannt vorkommt, dann solltest du auf jeden Fall jetzt gut zuhören. Denn der entscheidende Gamechanger ist, dass ein Gedanke erstmal grundsätzlich neutral ist. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst oder denkst, Wetter ist scheiße, so, dann ist es erstmal nur eine Information, die dein Gehirn ganz random, ganz zufällig produziert hat, weil du vielleicht mal ein negatives Erlebnis mit schlechtem Wetter hattest oder was auch immer. Du kannst jetzt auf diesen Gedankenzug aufspringen und sagen, okay, ich fahre mit dir. Du kannst es aber auch einfach sein lassen. Das heißt, die Natur der Sache, die Natur eines Gedanken ist erstmal grundsätzlich neutral. Das Problem entsteht erst dann, wenn wir es zu einem Problem machen. Jeder kennt diese Situation. Ich werde jetzt mal ganz bewusst, ganz plakativ, aber jeder hat schon mal gedacht, boah, ich bringe ihn um. Ne, wenn uns ein Mensch richtig auf den Keks gegangen ist, haben wir schon öfter gedacht, ich bringe diesen Menschen um. Nur weil wir das gedacht haben, verfallen wir nicht in Panik und denken uns, oh mein Gott, ein Mörder steckt in mir. Sondern wir erkennen in diesem Moment an, naja, ist ja nur ein Gedanke. Warum können wir bei dieser extremen oder bei dieser extremen Form von Gedanken sagen, naja, ist ja nur ein Gedanke, wenn wir uns aber irgendwo in der im Mittelbereich befinden und sagen, oh, ich habe so und so, ich denke daran, einfach keine neutrale Haltung bewahren. Warum ist das so? Und das erkläre ich dir jetzt. Denn einerseits haben wir Gedanken wie zum Beispiel, ich kann nicht. Das heißt, wir versuchen immer, unsere Gedanken auf Basis von Vergangenem zu validieren, zu verifizieren oder zu falsifizieren. So, wenn du jetzt beispielsweise mal Fahrrad gefahren bist, nach zwei Versuchen bist du immer wieder hingefallen, hast dann für dich entschieden, ich kann kein Fahrrad fahren, dann ist grundsätzlich der Gedanke des Fahrradfahrens neutral. Was es aber zu einem Problem macht, weshalb du nicht Fahrrad fährst, ist deine Haltung dem gegenüber, beziehungsweise deine negative Erfahrung und das Unaufgearbeitete in Bezug auf diese Erfahrung. Das heißt, du sagst zwar, ich kann nicht Fahrrad fahren, stimmt das aber wirklich? Kannst du wirklich nicht Fahrrad fahren? Oder hat es dir nie jemand richtig gezeigt? Vielleicht hast du es auch nicht oft genug versucht und. Das heißt, ein Satz wie ich kann nicht, kann immer wieder falsifiziert oder verifiziert werden. Die Frage ist doch aber, kannst du es wirklich nicht oder hast du einfach nur auf Basis dieser negativen Erfahrung angenommen, dass du es nicht kannst, trotz dessen, dass es nur zwei Versuche waren? Vielleicht hättest du beim 25. Versuch, vielleicht aber auch schon beim dritten, es geschafft, aufrecht auf diesem Fahrrad sitzen zu bleiben. Ich kann nicht wird also häufig als Vorwand genommen, um zu sagen, ich will nicht. Und warum willst du nicht? Weil du eine negative Erfahrung vermeiden möchtest. Das heißt, dieser Gedanke, der aufkommt, ist erstmal auf Basis einer Vergangenheit entstanden und das Problem war nie der Gedanke, das Problem war deine persönliche Einstellung dem gegenüber. Das heißt, ich kann nicht, zählt erstmal nicht, sondern du willst nicht, weil du eine negative Erfahrung, die dir gerade als Gedanke, als Erinnerung aufgepoppt ist, vermeiden möchtest, was ja völlig in Ordnung ist. Aber erkenne das an und sage dann, ich will nicht auf Basis dieser Erfahrung. Wenn du jetzt aber sagst, okay, pass auf, ich habe jetzt diese Probleme hier im Business, ich möchte ja irgendwie vorankommen, dann solltest du das nicht auch streichen. Und aus dem Ich will immer einen Lernprozess machen. Ich will es lernen. Ich will die Hürden überwinden. Ich will die Fähigkeit erlangen. Und. Das Gleiche haben wir dann auch mit dem Satz, ich glaube nicht.
Auch hier können wir erstmal schauen, okay, der Gedanke eines Glaubens, an etwas zu glauben, ist das möglich? Ja, so. Wenn du jetzt erstmal sagst, ich glaube nicht an mehr Kunden, so, dann ist dieser Hauptgedanke, der neutrale Gedanke, mehr Kunden haben, grundsätzlich erstmal neutral. Warum er zu einem Problem wird, beziehungsweise warum du ihm nicht zutraust, ist deine persönliche Wahrnehmung. Glaube, den du nicht hast, bedeutet nur, dass deine Vorstellungskraft nicht groß genug ist. Es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die zum Beispiel an Gott glauben. Ich möchte jetzt keine religiöse Diskussion anfangen, aber nur als plakatives Beispiel. Ganz viele glauben an einen Gott, auch wenn niemand beweisen kann, dass es ihn gibt. Das heißt, die Vorstellungskraft ist groß genug, um zu sagen, es gibt einen Gott, der all das hier, was sich Universum nennt, erschaffen hat. Er hat alles in Perfektion erschaffen, sodass wir Menschen hier leben können, sodass wir auch diese Schönheit des Ganzen erkennen können. Heißt also, du glaubst nicht daran, dass das nicht existiert? Oder heißt, ich glaube nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich sehe die Möglichkeit für mich nicht. Vielleicht hast du auch den Glauben nicht, weil du es dir nicht zutraust. Ja? Das heißt, auch hier, streiche das nicht. Streiche vielleicht auch den nicht vorhandenen Glauben und suche Wege für dich, deine Vorstellungskraft anzuregen. So, und dann kommt eigentlich der destruktivste Satz, mit dem wir uns alle irgendwie konfrontiert sehen. Ich bin nicht. Während wir hier noch eine gewisse Externalität, also einen externen Charakter haben, das heißt Können und Glauben, das hat irgendwie immer was mit von einem Innen nach Außen gehen zu tun, das heißt einer Fertigkeit, etwas tun bzw. einen Gedanken von innen nach außen tragen, manifestieren, sind wir hier in einer Internalisierung. Das heißt, wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, dann haben wir die Identifikation manifestiert. Das bedeutet, ich kann keine neuen Kunden gewinnen, ich kann diese und diese Methode nicht anwenden, ich glaube nicht, dass meine Patienten das gut finden, ich glaube nicht, dass die Menschen dafür Geld bezahlen, ich bin nicht gut genug. Tada! Das heißt, aus diesen Fehlgedanken bzw. falsch interpretierten Gedanken wird automatisch eine Identifikationsproblematik, von der du dich nur sehr, sehr schwer lösen kannst. Weil selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, werden dich immer wieder diese destruktiven Gedanken zurückholen. Was also passiert ist, ist Folgendes. Du hast dir selbst einen kleinen Gedankenkäfig aufgebaut, der dich immer wieder auf das Level dieses Gedankenkäfigs zurückziehen wird. Was meine ich damit? Du definierst ein Ziel. Ich möchte so und so viel Geld verdienen, ich möchte so und so viele Kunden, ich möchte so glücklich sein, ich möchte 5 Monate Urlaub im Jahr machen, was sehr löblich ist und auch sehr förderlich ist. Problem ist nur, aus diesem Käfig raus zu diesem Ziel ist es sehr, sehr schwierig, weil du immer wieder zurückgezogen wirst auf Basis dieser Gedanken, auf Basis dieser Glaubenssätze. Deine Haltung muss sich also ändern. Das heißt, du musst, bevor du zu diesem Ziel gelangst, eine positive, eine neutrale oder eine negative Handlung annehmen, um entsprechend Resultate erzielen. Heißt also, wenn du jetzt diese Gedankenmuster alle hast, dann musst du vorerst diesen Prozess der Gedankenumwandlung bzw. der neuen Perspektive durchsetzen, bevor das Ziel überhaupt auf fruchtbaren Boden fallen kann. Nur weil du anfängst zu affirmieren, nur weil du anfängst Suggestionen auszusprechen, nur weil du anfängst zu träumen, ja, oh, eine Yacht und so weiter und so fort, befähigt dich das noch lange nicht, dieses Ziel zu erreichen. Weil dieser Rahmen, dein Gedanken- und Glaubensrahmen, ist auch automatisch dein Handlungsrahmen. Du wirst dich selten außerhalb deines Glaubens, außerhalb deiner antizipierten Fähigkeiten bewegen. Du wirst es dir nicht zutrauen. Es ist also wichtig, dass wir hier die Gedankenstrukturen aufbrechen, dass wir eine neue Haltung in dein Glaubenssystem als auch in deine persönliche Wahrnehmung bringen, sodass du dann deine Identifikation änderst und diese Ziele auf fruchtbarem Boden treffen. Und wenn du wissen möchtest, wie das funktioniert, dann solltest du dich auf jeden Fall mit mir in Kontakt setzen. Dazu findest du einen Link in der Beschreibung. Lass uns einfach kostenlos miteinander sprechen und schauen, ob ich dir als Coach, Trainer oder Therapeut dabei helfen kann, sodass du einfach für dich in eine Persönlichkeit gehen kannst, die deiner wahren Persönlichkeit entspricht, die aber geprägt durch Fülle, durch Selbstwertgefühl ist und entsprechend dann das Ganze auf den Glauben, auf das Können und alle anderen Gedanken projizieren kann. Denn von dort aus hast du einen vergrößerten Rahmen, der dir mehr Handlungsspielraum gibt. Ähnlich wie ich es im letzten Video, das findest du hier oben, erzählt habe,
ist es wichtig, dass dein Glas groß wird, dass du dich leer machst von all dem, was du mal geglaubt, gedacht oder in irgendeiner Form gesehen und gehört hast. Nicht, weil es schlechte Erfahrungen waren, sondern weil es möglicherweise deinen Handlungsrahmen eingeschränkt hat. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat. Vor allem auch, dass es dir geholfen hat. Wenn ja, lass mir Daumen hoch da, abonniere und wie gesagt, melde dich für ein kostenloses Erstgespräch an, sodass ich dir helfen kann, da diese Barrieren aufzulösen, eine neue Haltung anzunehmen und vor allem aus den Problemgedanken Chancengedanken zu machen. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Woche. Mach's gut, dein Patrick. Ciao.